Was sind welche? Mal nachgeladen haben wir. Ist unser Tier? Ja, das war es. Ich spiele damit. Nur so lange, wie es mir bei meiner Suche hilft. So, und dann stellen wir doch das gleich mal her hier, ne? So, wir können jetzt bis zu $10.000 tragen. Und wenn wir schon mal hier sind. Vielleicht weiß Dennis mehr über heute. Es ruft ja schon wieder an. Wie oft denn noch? Hi, Dennis? Jason, hast du was gefunden? Die Vision hat mich zu dem Mann in Weiß geführt. Der Kerl ist ein Spion oder sowas. Komisch. Von so einem habe ich auf der Insel noch nie gehört. Er hat mir von Vars Boss erzählt. Hoyt. Hoyt Volker. Halt dich fern von dem Jason. Vars ist vielleicht verrückt. Aber alles Böse auf der Insel kommt von Hoyt. Er hat Vars den Verstand rausgepustet. Er hat alles in der Hand hier. Wow. Okay, pass auf. So, okay. Die Jägeraufgabe haben wir erfüllt und wir werden uns jetzt. Wo sind wir? Hä? Wo bin ich denn? Da ist unser Auto und wir werden uns jetzt wieder nach Bedtown bewegen und ja, und da haben wir ja auch noch Gesichter des Todes, haben wir noch die Quest, die werden wir natürlich auch noch erledigen. Feuerfestspritze, ja, das werden wir noch tun, sobald wir uns um die unsere Hauptaufgabe wieder kümmern. Ich bin hier. Danke, dass wir reden können. Ich habe größten Respekt für deine Taten. Die Menschen müssen sehen, dass die Piraten besiegbar sind. Dass auch sie bluten, wie wir. Sterben, wie wir. Darum brauche ich dich. Was kann ich tun? Mach Fotos von den toten Piraten vor dem Dorf. Warum? Damit die Dorfbewohner sehen, dass sie nichts zu befürchten haben. Fotos soll man machen. Also gut, machen wir mal schnell die paar Fotos hier. Habt ihr auch ein Fotoapparat dabei? Du hast mir gerade vorhin ein Problem gemacht, du schweres Drecksviech. So. Tote Piraten. Voll gruselig. Den Pirat haben wir. Gruselig, naja. Zu Fuß geht, das hält fit. Na, hier muss ja dann nochmal einer liegen.
Gucken wir mal, ob wir da irgendwie hochkommen. So, auf geht's, hoch mit dir. Ja, ich bin ein bisschen ruhiger, weil wir haben, es ist sehr früh, es sind viele noch am Schlafen. Darum kann ich jetzt heute nicht so laut sein. Die Insel ist echt so abgedreht. Was ist mit dir? Nummer einer? Es hat aber keiner gesagt, dass ich die Piraten selber töten muss. Also dann machen wir mal ein Foto. Die Piraten haben das waren wohl nicht auf der Agenda. Also gucken wir mal weiter. Irgendwo muss ja der Pirat rumliegen, wo wir fotografieren müssen. Jetzt aber auch nicht die ganze Folge mit über aufhalten. Irgendwo muss der doch rumliegen. So groß ist das Gebiet doch jetzt auch nicht. Na komm her, Piradili. Das hier wird das sein. Nummer zwei. So, und dann ist nur noch einer. Ich werde nachher euer Auto brauchen. Nein. Nicht mein Scharfschützengewehr. So, der letzte Kamerad, wo liegt der rum? Kollege, wo bist du? Da im Gebüsch vielleicht? Nein.
nur, dass es bald wieder Tag wird, ey. Ich mag das nicht in der Nacht. Schon gesehen, sagt Mensch, das latscht ja schon wieder dran vorbei. Ach, nehmen wir den hier, oder? Ne, da war es nicht. Fertig. Doch, das war. Ah. Gehe mit den Beweisen zurück zu Nero. Also gut. So, Kollege. Ich hab die Fotos. Gut. Gut, das wird Ihnen die Augen öffnen. Ja. Sehr gute Arbeit. Ja, Jason. Ich kann sie gar nicht weglegen. Hey, na komm. So gut. So schön. Ich muss die Bilder erstmal genau analysieren, bevor ich sie rumzeige. Oh, entschuldige. Irgendwie glaube ich nicht, dass viele andere die Fotos sehen werden. Das nur so lange, wie es mir bei meiner Suche hilft. Glaube ich auch. Weiß Dennis mehr über heute. Ach, es ruft er wieder an. Oh. Hi, Dennis? Jason, hast du was gefunden? Die Vision hat mich zu dem Mann in Weiß geführt. Der Kerl ist ein Spion oder sowas. Komisch. Von so einem habe ich auf der Insel noch nie gehört. Er hat mir von Vars Boss erzählt. Hoyt. Hoyt Volker. Halt dich fern von dem, Jason. Vars ist vielleicht verrückt. Aber alles Böse auf der Insel kommt von Hoyt. Er hat Vars den Verstand rausgepustet. Er hat alles in der Hand hier. Wow. Okay, pass auf. Still. Ich komme von der Wie oft wollt ihr denn noch miteinander telefonieren? Pfeile, Flammenwerfer, Granaten. Kauf nicht möglich. Haben wir voll? Haben wir alles voll? Okay. Dann Schrottverkauf. Schrott haben wir nicht viel. Ja, die tut jetzt gleich wieder mit der Waffe auf mich ziehen hier. Körperpanzer. Okay. Gut. Dann werden wir uns jetzt hier oben haben wir alles clear, bis ja, da ein paar Sachen. Wir begeben uns jetzt nach Tequila Sunrise. Hoffen wir mal, dass wir auch ein Auto kriegen. Ja, das werden wir tun, sobald es notwendig ist. Ich brauche jetzt erstmal ein Auto. Stelle eine feuerfeste Spritze her. Ja. Was brauchen wir denn eigentlich für die feuerfeste Spritze? Wir können keine feuerfeste Spritze herstellen, weil wir es gar nicht können. Fell bräuchten wir noch Spezialpfeile. Das wäre natürlich auch was. Haut des Menschenfresser heiß. Was braucht man da noch?
Leopardenfällen. Naja, gut, wenn wir unterwegs ein paar Leoparden sehen. Werden wir uns dem natürlich annehmen. Da oben steht ein Auto. Wunderbar.